Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Heavy Rain, so, wir sprechen die Sachen auch mal deutlich aus. Ja, wir starten mal im Pausemenü, denn ich finde es ganz schön gemacht mit den ganzen Regentropfen hier. Kriegt man zwar ein bisschen Augenprobleme, um die Schrift hier zu lesen, aber insgesamt echt eine coole Idee. Jo, weiter geht's im Einkaufszentrum und fortsetzen. Wir suchen Jason. 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 Ja, er ist noch Jason. bisschen Jason. entspannter. Okay, vielleicht auch nicht. Jason. Ah, doch, klingt noch normal. Jason. Wo Jason. ist Jason? Kann ich mich hier nochmal irgendwie umgucken? Ach so, okay. Hier, vielleicht hat er sich ja Ballons geholt. Und Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele bitte, Leute. Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf Jo. deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Ach so, ja. Man muss auch teilweise erstmal die Interaktionssymbole finden, damit man rauskriegt, was man machen muss. Die sind ja ziemlich unauffällig platziert manchmal. Ja, so wie jetzt. Ja, Brieftasche ist weg, ne? Stimmt so. Nee. Ja, wo ist Jason? Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Jo. Ah, jetzt kannst du schon ein bisschen schneller laufen. Jason! Wir müssen ja jetzt nur Ausschau halten nach dem Jason! roten Ballon, ne? Jason! 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 Ich möchte mich an der Stelle auch schon mal oder vielleicht auch nachträglich. Da ist er doch. Ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. War hier nicht eine Rolltreppe? Jake! Jason! Jason! Ja, schon schön in Szene gesetzt. Jason! Da vorne ist er. Jason! Ach du Scheiße, ist das voll. Jason! Mhm. Und schon ist er weg. Ich bin ja der Meinung, er hätte jetzt weiter rechts sein müssen, aber der ist raus. Der ist rausgerannt. Jason! Jason! Oder auch nicht. Jason! Leichte Hektik. Da vorne. Komm, hier lang. Jason, mein Gott, hast du mich erschreckt? Das ist jetzt natürlich scheiße. Doch draußen. Jason! Jason! Komm. Assassin's Creed in real life, ey. Okay, der war schlecht. Scheiße! Jason! Da!
Jason! Nein! Jason! Jason! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein, Jason! Oh mein Gott! Nein! Nein! Sehr schön in Szene gesetzt, das ganze Spiel. Ich laber an dieser Stelle einfach mal ins Intro, damit ich keinen Content-ID-Treffer kriege oder so. Wegen der Musik. Könnte ja passieren, man weiß ja nie. Die Stimmung ist bedrückt, negativ. Zu der Szene von eben muss ich sagen, sehr passende Musikuntermalung und sehr mitreißende Szene an sich. Aber es ist echt eine Stelle, wo man sich eine andere Synchronstimme für die Frau wünscht. Ich meine, die hat's gut synchronisiert gehabt. Aber dieses Jason-Gerufe ist mir damals echt auf den Geist gegangen. In
insgesamt sehr schön animiert. Grafisch gesehen für den damaligen Zeitpunkt natürlich hammermäßig, heute noch spielbar oder immer noch gut. Aber natürlich nicht mehr ganz auf dem, wie sagt man, auf dem Dings. Fällt mir der Begriff nicht ein. Auf dem Stand der Zeit, also, ne, ihr wisst, was ich meine, nicht mehr so aktuell, aber es passt einfach alles stimmig, von den Farben her, von Musik, Umgebung, hier passt einfach alles ganz gut. Gar nicht so einfach, seine Sätze im Kopf zu sortieren, während man spielt und dann noch halbwegs sinnvolles Zeug labern möchte. Hey. So eine Sean-Tafel. Mal gucken, was wir denn zu tun haben. Ja, zu der Szene an sich muss ich auch noch sagen, es sah eigentlich so aus, als hätte Ethan ihn gerettet, ne? Also ich meine, er ist doch dahin gesprungen und hatte ihn dann noch in der abgefangen, oder nicht? Oder, ja. Aber er scheint jetzt irgendwie tot zu sein. 4:30 Snack, um 6 Uhr Hausaufgaben, 7 Uhr Mittag, Abendbrot, was auch immer, Abendbrot. Und um 8 Uhr ins Bett, gut, wir haben 16:30 Snack. Achso, ja, oben steht's ja. Ich habe jetzt die Untertitel noch nicht gesehen. Ja, wie spät haben wir es denn? Hat mal einer eine Uhr? Wow, okay. Snack fällt aus. Wir machen Hausaufgaben. Dafür gibt's dann doppeltes Abendessen. Reden, spielen, Snack, Hausaufgaben, John, Hausaufgaben. Wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Nö. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich wäre normalerweise genau entgegengesetzt drauf, also von mir aus kann er gucken, wie er will. Aber da ich im ersten Spieldurchgang ihn hab machen lassen, werde ich jetzt mal die strenge Variante hier durchziehen. Damit man wenigstens halbwegs die Sachen hier gebacken kriegt. So, wie spät. Wenn du gut bist, schaffst du das jetzt in einer Stunde. Nee, kannst ruhig sitzen bleiben. Oder muss ich Essen kochen? Muss ich irgendwie Essen kochen oder so? Oder gibt's hier Fertigzeug? Ach du Scheiße, was haben wir denn? Milch? Was ist das linke da? Bier? Und wieder zumachen. Nee, was ist das? O-Saft. Erstmal wieder schütteln. Nichts mehr drin, oder was? Ich hab total Bock auf das Spiel, ey. Ich glaub gar nicht, wie ich mich jetzt freue, hier zu sitzen und endlich wieder das Spiel zu spielen. Wahnsinn. Ja, komm, hat gereicht. Kannst abstellen. Ja, wie sieht's aus mit Essen? Also, ich würde ja... Vielleicht kann ich ihm hier nochmal irgendwie helfen. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Jo. Kannst du. Muss ich dir irgendwie antworten? Du kannst ruhig Fernsehen gucken jetzt. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Siehst du? Ist doch schön. Zack, und schon haben wir Hausaufgaben fertig. So, ich weiß, wir müssen essen. Und wir haben... Ich will die Sache jetzt hier nicht verpassen. Also um 6 Uhr sind Hausaufgaben erst dran. Machen wir einen Mittelweg. Wir werden jetzt früher Abend essen. Aber dennoch erst um 8 ins Bett gehen. Das heißt, er kann dann die Zeit, die er jetzt Fernsehen geguckt hätte, vor den Hausaufgaben später gucken. Solange er pünktlich ins Bett kommt, ist alles gut. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, obwohl ich normalerweise erst das Vergnügen mache und dann die Arbeit. Mhm. Origami, der schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert.
Vielleicht habt ihr den Rest auch gerade gelesen. Ich habe jetzt ein bisschen spät angefangen vorzulesen, deswegen ist der Rest jetzt weggefallen. Holt er sich alleine die Chips, ey. Ja. Auch gut. Dann ist es halt. Aber Abendbrot gibt's trotzdem. Ne? So, kommen wir. Gucken mal, was wir hier machen können. Kann ich, was ist das hier? Fernseher aus? Ne, hier. Pfeil hoch. Ne, ich wollte nicht ausmachen. Boah, wie asozial. Ich mache einfach den Fernseher aus. Gut, ja, ich kann ihn auch wieder anmachen, oder? Mach den Fernseher wieder an. Ah, Entschuldigung. Verdammt. Okay. Und jetzt? Ja, das ist natürlich schlecht. Abendessen, reden, Schule, komm, Schule. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Genau, mach dir wieder den Fernseher an, richtig so. Okay, er mag die Schule anscheinend nicht so. Dann würde ich mal sagen, wir reden mit ihm noch übers Spiel und dann übers Sollen Abendessen. Wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Okay. Oh, erkältet. Willkommen im Club. Abendessen? Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Okay. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Ja, ich würde jetzt echt gerne erstmal noch kurz. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Kommt mir gerade vor, als hätte Ethan eine andere Synchronstimme als im Intro, was irgendwie schwer zu vorzustellen ist. So, wo haben wir denn hier? Ist hier ein Bart? Nee, irgend so eine komische. Was ist denn hier? Kann ich ihm das bringen? So, mach mal die Waschmaschine an. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Medizin. Boah. Wo geht's hier raus? Treppenhaus? Nee, Badezimmer. Ich habe jetzt mit einem Medizinschränkchen irgendwie gerechnet. Gut. Kann ich schon Abendessen machen? Ich weiß, ich muss mal die Medizin holen, aber ich bin echt scharf drauf, dass er diesmal pünktlich ist. Ja, geht nicht. Gut. Dann wahrscheinlich oben. Abendessen? Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Ja. Gut, ich schau mal, was ich finde. Na dann. Ich ruf dich, wenn es soweit ist. Das heißt also, wir können gar nicht früh genug essen hier. Also früh genug. Wir können nicht früher, nicht extrem viel früher Abendessen, weil das irgendwie geskriptet zu sein scheint. Wie so einiges in dem Spiel, aber das macht's ja teilweise auch aus. Da haben wir ein Fertigding, dann haben wir eine Pizza oder was das sein soll. Und das war's. Was steht da drauf? Komm, wir nehmen mal das hier. Ja, wir servieren ihm jetzt eine Pizza. Ja. Oder was das sein soll. Vielleicht bin ich sehr anders gewöhnt, aber eine Pizza in der Mikrowelle? Seltsam.
Vielleicht ist es auch sonst irgendwie so ein... Wie soll er denn jetzt satt werden, wenn wir das auch noch teilen? Oder machen wir es ihm nur klein? Scheint aber wirklich eine Pizza zu sein. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Und ich kann jetzt auch nicht das andere noch zusätzlich machen. Ja. Gut. Dann, naja, wie spät haben wir es? Ich hole mir auch noch was hier. Ich wollte jetzt eigentlich nicht jonglieren, ich wollte essen. Oh. Läuft bei uns zu Hause auch immer so, während ich esse, wird jongliert. Das ist dann so eine Unterhaltung. Ne? Mensch, ich glaube ja schon viel Scheiße, muss man mal sagen. Gut, wir setzen uns aber dazu. Wenigstens haben wir den Anstand und setzen uns beim Essen dazu. Kann ich auch noch irgendwie auf die Uhr gucken? Jo, okay. Ich guck mal nochmal nach der Medizin. Er guckt wahrscheinlich weiter Fernsehen. Was geht hier? Warte mal. Interessanter Brief, mal gucken, was da drin ist. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ach du Scheiße. Ey, das wäre richtig gruselig, wenn ich so einen Brief bekäme, ne? Boah, nee, wie mies, ey. Dann bist du Vater, hast schon Sohn verloren und kriegst du so einen Brief. Boah. Krass. Jetzt krieg ich Gänsehaut, weil ich einen Brief gelesen habe. Naja, gut. Ja, ich wollte jetzt nicht malen, ich wollte Medizin finden. Medizin. Lalalala. Wo bist du? Wir entwerfen jetzt hier auch keine Skizzen. Oder was das für ein Räumchen da ist. Ja, ein Bad und wahrscheinlich auch noch mit Medizin. Hier mit Alibert Schrank. Schön Hände gewaschen für nichts. Da müsste was sein. Jupp. Ich hoffe, er ist jetzt nicht eingeschlafen in der Zeit. Wir sind auch ordentlich und machen die Schränke wieder zu. Jupp. Ich habe wieder mal nicht auf die Uhr geguckt, wegen der Länge des Parts, aber wir machen jetzt einfach noch hier fertig, bis... Ja, bis ich meine, dass man an der Stelle schneiden könnte. Und... Ja, geh in den Raum rein, dann geh wieder raus. Ich finde die Steuerung, also die Bewegungssteuerung hätte man ruhig auf dem Stick lassen können. Das mit R2 ist gewöhnungsbedürftig. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal entschuldigen für jegliche Asynchronität, die vielleicht entsteht oder entstanden ist bisher. Aber jetzt kriegt er erstmal seine Medizin. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Ich denke mal, es hält sich in Grenzen und insgesamt ist die Bild- und Soundqualität auch durchaus vertretbar im Vergleich zu sonstigem, was man auf YouTube so findet. Ja. Jetzt schicken wir ihn mal ins Bett.
Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nö. Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komm hoch. Jo. Okay, machen wir mal aus. Ich weiß noch, als ich erzähle hier immer irgendwelches Off-Topic-Zeug aus meiner Kindheit, wenn man so sagen will. Ja, was ich sagen wollte war, früher, als ich klein war, wollte ich auch immer länger wach bleiben. Und da gab's immer einen coolen Trick. Und zwar habe ich damals nicht so gerne Bananen gegessen und meine Eltern waren total erpicht darauf, dass ich Bananen esse, weil es einfach so gesund war und so weiter. Und dann war immer der Deal, ich darf länger wach bleiben, wenn ich noch eine Banane esse. Ja, und ihr glaubt nicht, wie viel Zeit man sich lassen kann, bis man so eine ganze Banane gegessen hat, zumal als Kleinkind. Dann konnte ich immer noch eine Weile Fernsehen gucken. Das war ganz praktisch. Bringt euch vielleicht nichts, wenn ich euch das erzähle, aber fiel mir jetzt gerade mal so ein. Gute Nacht. Ja, wir machen jetzt erstmal hier runter. Gute Nacht, John. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte, ich kann ohne ihn nicht schlafen. Okay. In Ordnung, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Ja, den haben wir ja vorhin schon gefunden. Der war unten in diesem einen Raum mit der Waschmaschine. War das die Waschküche? Ja, wir haben unsere Waschmaschine in der Küche selbst, deswegen gibt es da keinen extra Raum für. Verheerend wäre auch, wenn ich irgendwann mal einfach so viel privates Zeug erzähle, nur weil ich gerade in so einem Spiel vertieft bin, was ich vielleicht gar nicht möchte. Aber da werde ich darauf achten, dass Privates privat bleibt und alles, was ihr erfahren dürft, hier auch ausgeplaudert wird. Ja, wo ist die Treppe gewesen? Lalalala. Treppe. Hier. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Beyond Two Souls und Heavy Rain beide Spiele gespielt habt. Grafisch gesehen ist natürlich noch ein ziemlicher Sprung nach vorne bei Beyond Two Souls zu sehen. Aber mit Heavy Rain haben die Entwickler schon eine gute Leistung hier abgeliefert. Das war ja damals schon, ja, lang ersehntes Spiel gewesen, als es rauskam. Da ist er. Danke, da ist das Ding. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Das war doch richtig nett. Von ihm. Hey, hat er ein französisches Bett? So eine Decke, die da um die Matte rumgeht? Die er sich da so... Ach nee, dann wäre die ja übers Bett drüber und er müsste so reinschlüpfen. Nee. Vergesst, was ich gesagt habe. Schon okay. Achso, jetzt hätte ich hier auch noch irgendwie jonglieren können für ihn oder so, ne? Hier waren hier nicht noch so Jonglierbälle irgendwo? Naja. Haben wir Licht ausgemacht? Ah, ich muss nochmal rein. War da Licht? Ich
Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist er ohnmächtig geworden? Okay. Eine Origami-Figur. Oder mehrere. Zeitlupen-Action. Okay. Den Namen merken wir uns mal. Und jetzt lernen wir einen weiteren Charakter des Spiels kennen. Ja, mimiktechnisch haben die echt gute Leistung damals abgelegt. Interaktives Drama. Ach so, die ganzen Trophäen. Ach so, ja, okay. Na, ist ja spitze. Gut, jo, das ist der Scott und wie es mit Scott weitergeht, erfahren wir im nächsten Part, denn ich werde jetzt einen Cut machen. Was ich aber noch loswerden wollte, ist, wundert euch nicht, wenn ich jetzt plötzlich da die Trophäen freischalte. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt gerade die Movie Edition spiele und die ein eigenes Trophäenset hat und ich damals die normale Edition gespielt habe, einfach das Standardspiel. Und ja, wenn ich jetzt die Trophäen des Movie Edition freischalte, dann sind die natürlich alle noch gar nicht da. Dann werden die nochmal alle erneut freigeschaltet. Also nicht wundern, wenn ich da Sachen kriege, die ich eigentlich schon haben müsste. Ja, hat natürlich jetzt einen Nachteil, dass ich auch meine Standard-Trophäen nicht komplettieren kann, aber ist nicht so schlimm. Ich bin nicht so ein Trophäenjäger. Also, ja, dies nur als Anmerkung, dass ihr euch nicht wundert, warum ich da oben plötzlich Sachen freischalte. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich werde jetzt gleich noch ein paar Parts aufnehmen. Ist zwar schon ein bisschen später, aber mal gucken, wie viel Parts ich heute noch schaffe. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin alles Gute und ciao.